What's poppin', Boys and Girls? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell wieder ein Serienvideo gibt, weil ja eigentlich immer sehr viele Monate zwischen den Serienvideos liegen. Aber ich habe in letzter Zeit richtig viele coole Serien entdeckt. Über den Winter kamen irgendwie ganz viele neue Staffeln von meinen Lieblingsserien, also Grace and Frankie, Shameless, Modern Family, New Girl. Dann habe ich aber vor ein paar Wochen wieder angefangen, nach neuen Serien zu gucken und habe richtig, richtig coole Sachen gefunden, die ich euch gern vorstellen möchte. Wir fangen einfach direkt an mit der ersten Serie, die wirklich sehr cool ist. Die erste Serie, die ich euch gern... Oh Gott, ich habe voll Angst, dass ihr mich nicht hören könnt. Ich habe so ein neues Ansteckmikro und ich traue dem halt überhaupt nicht über den Weg. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist eine deutsche Netflix-Serie. Ich glaube, es ist die erste deutsche Serie, die überhaupt so Netflix-Original-mäßig produziert wurde. Und zwar handelt es sich um die Serie Dark. Dark ist eine, ich würde sagen, Mystery-Thriller-Slash-Science-Fiction-Serie. In der ersten Folge wird man eingeführt mit den Informationen, dass Michael Kahnwald, ein Familienvater, sich umgebracht hat. Und er hat einen Abschiedsbrief zurückgelassen, der aber jetzt laut der Markierung auf dem Brief oder der Info auf dem Brief jetzt noch nicht geöffnet werden darf, sondern erst zu einem ganz bestimmten Datum, zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Ich stamme die ganze Zeit so ein bisschen rum, weil ich würde euch gern sagen, worum es wirklich in dieser Serie geht, um eigentlich zu erklären, warum ich sie so cool fand. Aber das kann ich leider nicht, weil ich der Meinung bin, dass das dann schon gespoilert wäre und euch so ein bisschen die Einführung, diese spannende Einführung einfach fehlt. Ich kann einfach nur sagen, dass Dark eine wirklich sehr, sehr spannende, coole und unfassbar hochwertige und auch anspruchsvolle Serie ist. Es ist definitiv keine Serie, die man mal gerade so nebenbei gucken kann, weil es ist wirklich kompliziert. Wegen dieser Besonderheit, die ich euch nicht erzählen kann, ist, wie soll ich sagen, wird es sehr kompliziert manchmal, was die Personenkonstellation angeht. Und Kevin und ich mussten manchmal wirklich auf Stopp machen und mussten einmal so unser Wissen teilen. Okay, warte. Das ist der und aber sie war einfach großartig und ich würde sie wirklich jedem ans Herz legen, der Bock auf was Spannendes, Anspruchsvolles, Herausforderndes hat. Kommen wir zur nächsten Serie und das ist für mich eine Herzensserie. Und wahrhaftig ist es einer meiner Lieblingsserien, von denen ich im Winter eine neue Staffel geguckt habe. Und ich konnte nicht glauben, dass ich die noch nicht vorgestellt habe. Und zwar handelt es sich um One Day at a Time. Das ist eine US-amerikanische Sitcom und die dreht sich um eine kubanische, ursprünglich kubanische Familie, die in den Staaten lebt. Und diese Serie, ich liebe die einfach über alles. Die ist so schön und so herzerwärmend. Bei One Day at a Time geht es um die Familienmutter Penelope, die eine echte kubanische Powerfrau ist. Und die ist alleinerziehende Mutter von Alex und Elena und lebt mit ihren beiden Kindern quasi und ihrer Mutter Lydia, also der Großmutter der beiden Kinder, in einer Wohnung in den USA. Wo eigentlich? Los Angeles. Ja, sie leben in Los Angeles. Da gibt es noch den Nachbar Schneider, der ist total reich und der gehört auch irgendwie zur Familie. Dann haben wir die Tochter Elena, die eine echte Feministin ist. Ja, also die ist immer dafür da, in allen Gesprächen auch darauf zu achten, dass alle in der Familie vernünftig gendern und auch ja, die richtig politisch korrekten Sachen sagen. Und dann haben wir meiner Meinung nach die allerwitzigste Figur und das ist die Mutter Lydia. Sie ist einfach witzig. Sie ist dramatisch und sie hat so ihre Probleme mit der modernen Welt und möchte eigentlich eher in Kuba 1950 weiterleben. Ich habe diese Serie angefangen, weil ich mich eigentlich nur berieseln lassen wollte. Es war eine einfache Sitcom und ich war mir nach den ersten zwei Folgen gar nicht mal sicher, ob ich unbedingt weitergucken will. Und dann am Ende war ich so am Weinen fast, weil diese Serie mir so viel gegeben hat. Also die ist mit so viel Liebe produziert und die greift so viele wichtige Themen auf wie Homophobie und Rassismus und ach keine Ahnung, alle möglich diskutierten Themen. Und man hat, wenn man das guckt, das Gefühl, dass so alle Probleme auf der Welt gelöst werden können, wenn man nur seine Familie hat und Menschen, die einen lieben und man sich gegenseitig zuhört. Und dabei ist es auch noch ganz doll witzig und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude bei dieser Serie und kann euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr auf schöne, leichte Kost steht. Ja, kommen wir zur nächsten Serie und was wäre ein Serienfavoritenvideo von Jaco, wenn es keine Teenie-Serie gäbe? Und zwar möchte ich euch gerne die deutsche, ich glaube vom ZDF, von Funk produzierte Teenie-Serie Funk vorstellen. Ja,
Die läuft hier auf YouTube und es ist eigentlich eine Adaption, also es ist eine Adaption der norwegischen Serie Scam, die mir von euch schon sehr, sehr oft empfohlen wurde und einige von euch haben mir auch schon auf Instagram geschrieben, ich soll mir unbedingt das Original angucken und das werde ich vielleicht auch irgendwann tun, aber ich kann halt nicht zu den Vergleichen sagen. Ich persönlich kann nur sagen, dass mir Druck wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Druck ist, wie gesagt, eine Teenie-Serie und spielt, ich weiß gar nicht wo, in Berlin? Ich weiß nie, wo diese Sachen spielen. Auf jeden Fall spielt es in Deutschland, an einer Schule. Ja, und auf jeden Fall strugglen die da so rum. Das ist so ein Mädchen-Freundeskreis, die zufällig zusammenfinden. Also Kiki, Amira, Sam, Mia, genau, habe ich in Esther, ja. Auf jeden Fall Mädels. Und sie haben Probleme. Und sie sind verliebt. Und dann gibt es Kiki, die ist in den Bad Boy der Schule verliebt und der behandelt sie aber ganz kacke und sie hat auch eine Essstörung. Und dann gibt es auch noch Mia, die sehr emanzipiert und feministisch und modern ist und die rutscht in eine sehr, sehr blöde Sache rein, weswegen sie ja so ein bisschen entgegen ihrer moralischen Vorstellungen handeln muss und dann sind ihre Freunde sauer auf sie und ja, und dann gibt es aber auch noch dieses andere Mädchen, diese Rothaarige, die ganz doll Probleme mit ihrem Freund Jonas hat, der sehr, sehr süß ist und in den ich auch sehr verliebt war, als ich das geguckt habe, weil er so ein Hase war. Und ja, ich habe das auf jeden Fall sehr gerne geguckt. Es ist keine super krasse Produktion. Also im Vergleich zu anderen Serien, die ich manchmal vorstelle, ist das schon eine sehr, ist das eine Low-Budget-Produktion und man braucht jetzt auch keine herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten zu erwarten. Aber sie hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Deswegen kann ich das nur ans Herz legen, da mal reinzugucken, wenn ihr auf Teenie-Serien steht. Kommen wir zu einer weiteren Teenie-Serie, die mir wirklich sehr, sehr, sehr doll Spaß gemacht hat. Also das war so ein kleines Highlight, das ich gar nicht erwartet hatte. Und zwar handelt es sich um die britische Comedy-Serie Sex Education. Ja, das ist wie gesagt eine britische Comedy-Serie und handelt von Otis. Otis ist ein, wie alt soll der sein, 15, 16, 17-jähriger Junge, der sehr schüchtern und zurückhaltend ist und aber eine sehr, sehr erfahrene Mutter hat. Denn seine Mutter ist Sextherapeutin und geht sehr, sehr offen mit sehr vielen Themen um. Das ist der Grund, warum er für sein Alter sehr, sehr reif ist und sehr, sehr viel weiß über zwischenmenschliche Probleme und Sexualität, obwohl er selbst noch gar keine Erfahrung gemacht hat. Als er dann in der Schule, er ist eher so ein bisschen der Außenseiter, wisst ihr, und dann ist er aber in der Schule und zufälligerweise gibt er einem sehr, sehr beliebten Typen der Schule auf dem Klo, glaube ich, mit sehr wenigen Worten sehr gute Ratschläge. Und das bekommt Maeve mit. Ja, und Maeve ist eine Mitschülerin von Otis, die ist so ein bisschen punkig und rebellisch und wohnt in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen und die riecht das Geschäft, als sie das mitbekommen hat. Ja, und dann schließen sich Otis und Maeve zusammen und bieten Sextherapie in der Schule an. Ich fand die so cool, die Serie. Die war so lustig. Es ist sehr leichte Kost, aber sehr schöne. Also wer auf Teenie-Serien steht, wer gerne lustige Sachen mag, der sollte da echt mal reingucken. Die Serie, die ich euch jetzt vorstelle, hebt meiner Meinung nach das Niveau dieser Serienvorschläge um einiges an. Ist eine super krasse Produktion und zwar spreche ich von Downton Abbey. Downton Abbey ist einfach großartig. Das ist eine britische Fernsehserie und die handelt von dem Schicksal einer Adelsfamilie und ihrem Personal so Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Serie basiert jetzt nicht auf einer wahren Begebenheit, aber es sind schon sehr, sehr viele historische, einschneidende Erlebnisse mit eingearbeitet. Also zum Beispiel die spanische Grippe oder der Erste Weltkrieg. Bei der Untergang der Titanic ist direkt am Anfang, ich glaube sogar in der ersten Folge mit drin und wird thematisch mit eingebaut. Ich erzähle euch erstmal, worum es geht. In dieser Serie begleitet man quasi dieses Haus Downton Abbey. Das ist das Anwesen der Familie Grantham. Also Mr. und Mrs. Grantham wohnen da und haben drei Töchter. Zu diesem Zeitpunkt ging es ja eigentlich nur um Besitz und Erbe und Pächter. Und die lebten da halt in ihren riesigen Häusern, hatten 20 Angestellte und die hatten aber auch eigentlich gar nichts zu tun. Also die sind halt spazieren gegangen, sind zum Tee gegangen, haben gestickt. Die Geschichten, die da alle so passieren nacheinander, sind alle super spannend. Aber was mich so richtig kriegt an dieser Serie, ist die Art, wie diese zwischenmenschlichen Sachen in diesem Haus passieren. Also es ist quasi immer abwechselnd. Du bist immer in dieser Welt der Adelsfamilie und dann bist du aber wieder in den Gemächern des Personals, die über die Adelsfamilie lästern oder spekulieren, was da passiert. Und dann
werden da ganz viele Intrigen gesponnen, weil der eine Diener den anderen ausstechen will oder das eine Küchenmädchen steht auf den. Dann, ja, es ist super spannend einfach. Es ist wirklich, ich gucke das gerade und ich würde sagen, es ist eine mit der besten Serien, die ich bisher gesehen habe. Ich lebe da richtig. Das ist so eine Serie, die guckt man und du lebst da drin. Du bist bei denen. Du möchtest bei denen in der Küche sitzen, während du das guckst. Und es hat mir einfach ganz, ganz doll Spaß gemacht. Beziehungsweise es macht mir immer noch Spaß. Ich bin jetzt in der dritten oder vierten Staffel und es gibt insgesamt 6. Also es gibt eine Menge zu gucken. Die Folgen sind, glaube ich, 1,5 Stunden lang. Also das ist wirklich so eine langfristige Serie. Diese Begeisterung wollte ich euch nicht vorenthalten und sie euch vorstellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Lieblingsserien wieder unten in die Kommentare schreibt, denn da ziehe ich meinen Stoff immer raus. Und ich verlinke euch hier noch meine Serien-Playlist mit allen Serienempfehlungen von mir aus den ganzen letzten Jahren. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid süß, ihr seid klein. Bis bald. Hadi, tschüss.